Moment. Läuft. Ja, Kultur-TV präsentiert Taxi for Free. Zum 11. Talk begrüße ich ganz herzlich Judith Stamm. Guten Morgen. Reden wir Hochdeutsch? Ja. Also, guten Morgen. Ich freue mich außerordentlich, dass wir an diesem ersten wirklichen Sommertag nach unglaublichen Regenmengen zusammen ausfahren dürfen. Frau Stamm, Sie sind am 25. Februar 1934 geboren. Es gibt eine Quelle, die gibt Schaffhausen an, eine andere Zürich. Was ist korrekt? Ich wurde in Schaffhausen geboren, im sogenannten Marienstift. Das war so ein Geburtshaus. Und zwei Monate später sind meine Eltern berufeshalber nach Zürich gezogen. Und darum sage ich immer, ich bin aufgewachsen in Zürich. Übrigens bin ich jetzt, wenn man das ausrechnet, 77 Jahre alt. Und merkwürdigerweise habe ich mich so gefreut auf diese Schnapszahl. Ich weiß nicht warum. Hatte das Gefühl, ein Jahr 77, das sei etwas Besonderes. Also da möchte ich noch ganz herzlich gratulieren. Es ist doch jetzt schon ein Zeitchen her. Eben, Sie sind in Zürich aufgewachsen. Wie und was haben Sie erlebt als junges Mädchen, als junge Frau? Ja, das einprägende Erlebnis war natürlich der Zweite Weltkrieg. Das war ja 1939 bis 1945, da war ich in der Primarschule. Was soll ich dazu sagen, als Kind, also ich war ja noch nicht alt genug, um all diese politischen Zusammenhänge zu erfassen, aber ich habe erst später rückblickend realisiert, dass eigentlich die ganze Bevölkerung ständig Angst hatte. Das hat man den Eltern angemerkt, das hat man den Erwachsenen angemerkt. Wir hatten trotzdem, haben wir unsere Jugend gelebt, weil keine Autos auf der Straße waren, konnten wir vor unserem Haus Völkerball spielen. Das Quartier gehörte uns. Als der Bauer im Herbst kam, da kam nur seine Frau mit den Äpfeln, Kartoffeln. Und sie kam nicht mit dem Pferd, sie kam mit einer Kuh. Und das war eine Sensation. Alle telefonierten einander, ihr müsst schauen gehen. sie bringen die Äpfel mit einer Kuh. Ich habe auch 46, da war ich dann in der ersten Klasse im Gymnasium, habe ich an der Remi-Straße mit einem Blumenstrauß auf Winston Churchill gewartet. Und wir haben die ganze Straße gesäumt und ihm Blumen hingeworfen. Ja, dann war ich dann im Gymnasium. Es war eine sehr schöne Zeit an einem liberalen Gymnasium. Da kam die Ringparabel von Lessing. Das ist so ein Erlebnis, das mich noch beeindruckt. In der Deutschstunde haben wir das besprochen. Es war für mich so eine Offenbarung, oder? Mit diesen drei Ringen. Zwei waren eine Kopie, einer war echt. Aber alle drei Söhne, die die Ringe erbten, dachten, ihr Ring sei echt. Ich war ja Diaspora-Katholikin, mein Vater war reformiert und ich war da sehr intensive Katholikin, aber diese Parabel hat mich überzeugt. Man kann überzeugt sein von etwas, aber man muss immer wissen, das ist nicht die absolute Wahrheit, auch der andere könnte recht haben. Und dann nach dem Gymnasium ging ich an die Universität, auch wieder in Zürich, hatte auch wieder so interessante Professoren. Und da ist mir der Giacometti besonders in Erinnerung geblieben. Da hatten wir Staatsrecht. Und einmal hat er gesagt, da haben mich auch in unserer Bundesverfassung die Freiheitsrechte wieder so imponiert, oder? Die Unabhängigkeit des Bürgers. Niemand hat da reinzureden. Und er hat mal gesagt, und jedes Freiheitsrecht, das irgendwann aktuell werden könnte, und das in unserer Verfassung nicht aufgelistet ist,
ist in unserer Verfassung enthalten. Fand ich sensationell. Ja? Was war der genaue Entschluss, Juristin zu werden? Ja, das ist so eine Familienanekdote. Da soll meine Mutter mich mal gefragt haben, was ich werden möchte. Und dann hätte ich gesagt, etwas, womit man den Menschen helfen kann. Und ich bin meiner Mutter heute noch dankbar, dass sie nicht gesagt hat, Krankenschwester. Ja, helfen, oder? Sondern Juristin, denn ich bin kein fürsorglicher Mensch. Helfen heißt bei mir nicht Wunden verbinden. Helfen heißt bei mir für Menschen kämpfen, die Gesellschaft verändern. Zum Besseren. Also Sie haben doktoriert an der Uni in Zürich, sind dann zur Kripo nach Luzern gekommen. Ja, also doktoriert habe ich später, als ich schon in der praktischen Arbeit war und habe ja ein Thema gewählt aus meiner Arbeit. Nach Luzern bin ich übergesiedelt. Ich sage immer als Opfer der Diskrimination. Und das weiß man ja heute gar nicht mehr, was das heißt. Ich war ja noch ein Jahr am Bezirksgericht Uster, 59 bis 60. Und damals konnten in Zürich die Frauen noch nicht Gerichtsschreiberinnen werden, weil wir die politischen Rechte nicht hatten. Und da sagte mir mein Gerichtspräsident, ich würde sie gerne behalten, aber ich kann nicht. Musste ich etwas Neues suchen. Und ein Kollege hatte ein Inserat gelesen im Vaterland, damals die konservative Zeitung, dass die Kantonspolizei Luzern Frauen aufnehmen will in die Kripo und dass sie da eine erste Frau suchen, die das aufbaut. Und das hat mich sofort angesprochen. Etwas Neues, das es noch nicht gibt, etwas aufbauen. In Luzern hatte ich auch meine Gotte, also meine Patin. Und das war schon etwas Vertrautes. Sie waren die erste Polizeioffizierin der Schweiz. Haha. Das war auch ein Weg, kann ich Ihnen sagen. Da war ich also Polizeiassistentin und bin in der, zuerst, das war der Name der weiblichen Kriminalbeamtinnen, und bin in der Mannschaft eingestiegen. Und das hat man mir vorher gesagt, ja, ertragen Sie denn das als Akademikerin? Da habe ich gesagt, der Lohn war dann auch der Mannschaft an. Da habe ich gesagt, wenn es mir gefällt, ertrage ich alles, oder? Und mit der Zeit, und die Arbeit hat mir sehr gefallen mit Kindern, Mädchen und Frauen, mit der Zeit konnte ich mein Tätigkeitsgebiet ausweiten. Ich hatte dann noch Unterricht mit den Polizeirekruten, Beschwerdewesen. Ich habe da mitgeholfen, die Beziehungen zu den Medien etwas zu institutionalisieren. Und interessanterweise habe ich plötzlich mit der Zeit gedacht, beziehungsweise eine Journalistin hat mich darauf gebracht. So nach 10 Jahren hat sie mich wieder interviewt und hat mich gefragt, ja, sind Sie immer noch Polizeiassistentin? Dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich plötzlich gesehen, dass das, ich kann im Korps selbst so viele anspruchsvolle Aufgaben haben, wie ich will. Der Titel heißt einfach Polizeiassistentin. Da habe ich angefangen nachzudenken und habe gedacht, alle in der ganzen Schweiz sind alle Juristen Polizeioffiziere, also werde ich das auch. Aber das war dann wieder ein langer Weg, der viel Überzeugung braucht. Aber ich habe es dann geschafft. Ein weiterer Meilenstein war dann das Frauenstimmrecht, die Einführung des Frauenstimmrechts 70er Jahre. Sie sind eine der ersten Grossrätinnen geworden. Wie war das zu dieser Zeit für Sie persönlich? Da muss ich sagen, ich war eine der ersten Profiteusen von dieser neuen Möglichkeit für die Frauen. Und gerade natürlich für eine Juristin hat sich durch die politischen Rechte, da haben sich Arbeitsfelder geöffnet, die vorher einfach verschlossen waren. Ich war in Luzern nicht in diesen Kreisen, die da an Podien gingen, sich dafür einsetzten, das hat sich irgendwie nicht ergeben. Und die CVP, die kam aber zu mir und fragte mich, ob ich auf die Liste möchte.
Und ich habe ihnen gesagt, aber hören Sie, da hat es jetzt wirklich verdienstvolle Frauen, die haben gekämpft. Die müsst ihr jetzt auf die Liste nehmen. Und dann haben die mir ganz cool gesagt, das Volk will keine Emanzen. Das Volk will unbeschriebene Blätter. Und dann habe ich mich dann halt als unbeschriebenes Blatt zur Verfügung gestellt. Nachträglich weiß ich ganz genau, wie das gegangen ist. Die haben im Parteivorstand gesagt, jetzt müssen wir natürlich Frauen auf die Liste haben. Konnte sich ja keine Partei leisten, keine Frauen auf der Liste. Und dann haben sie gesagt, wer bringt uns da Stimmen? Dann hat sicher einer gesagt, ja, da die Stamm, die hält immer Vorträge, die ist noch bekannt. Die bringt uns sicher Stimmen. Ich glaube nicht, dass jemand daran geglaubt hat, dass ich gewählt werde, denn ich kam ja doch von auswärts, hatte einen reformierten Namen, Stamm. Das Wunder geschah dann, ich wurde gewählt. Ja, und vor allem eben die ganze Seilschaft der Männer hat sich dann vermutlich gewundert, was da aus dem unbeschriebenen Blatt Judith Stamm geworden ist. Also der weitere Weg führte sie dann in den Nationalrat. Ja, das war so. Und ich muss heute, wenn ich so ein Fazit ziehe, sagen, es hat sich alles gelohnt. Jeder Einsatz, alles, was ich auch einstecken musste. Ich bin zufrieden. Es war wirklich ein interessantes, abgerundete Laufbahn. Mein erster Wahlkampf 83, der war natürlich von einer Härte. Und zwar, weil ich seit den 70er Jahren, ich war da in einer Expertenkommission gewesen, mich für die strafrechtliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs, für die Fristenlösung aussprach. Ich ging nicht auf die Barrikaden, aber wenn er es wissen wollte, konnte es hören. Ich fand das die beste Regelung. Ich habe gesagt, gebt den Frauen die Verantwortung und wir haben es ja jetzt geschafft. Die Frauen haben ein Zeitfenster, wo sie sich entscheiden können. Aber das war natürlich damals, das war so schrecklich, das konnten die sich gar nicht vorstellen, dass dann eine, und ich kann das heute besser nachfühlen als damals, oder wo ich die Distanz habe. Eine Frau aus der CVP, aus einem Innerschweizer Kanton, hat solche abstrusen Ideen, oder? Da schickten sie mir in jedes Dorf einen Gesprächspartner nach an jede Wahlveranstaltung und immer wurde ich habe dann noch etwas vertreten. Das war ebenso schrecklich. Ich war nämlich damals der Meinung, man müsste das Schutzalter für die Jugendlichen auf 14 Jahre hinuntersetzen. Und zwar nicht, weil ich da Tür und Tor öffnen wollte, aber ich konnte es fast nicht mehr ertragen, dass wir immer diese Liebesverhältnisse. Ich meine, die gehören einfach nicht zur Strafbehörde, oder? Die gehören in andere Hände. Also gut, in jedes Dorf haben sie mir Leute nachgeschickt. Die haben mich gefragt, sie sind ja für die Fristenlösung. Und können Sie sich das vorstellen? Da haben sie einen Saal vor sich, 300 Leute. Und jemand fragt, oder die Frau war immer da, wieso sind Sie für die Fristenlösung? Und der Gesprächspartner sagt Ihnen, 3 Minuten, machen Sie es kurz. Also, das Interessante war, das hat mir dann ein Kollege, der gar nicht meiner Meinung war, aber der sehr fair war, er hat gesagt, er geht jeweils in die Restaurants, in die Wirtschaften. Er hat gesagt, du gewinnst an Boden. Nicht, weil sie mit dir einverstanden sind, überhaupt nicht, aber irgendwie sagen sie, die Frau ist überzeugt, sie hat den Beruf, sie hat das Dossierkenntnis, würde man heute sagen. Und dann wurde ich dann wieder alles erwartend gewählt. Und ich muss auch sagen, meine Gegner haben mir, ohne daran zu denken, einen riesigen Gefallen getan. Denn in dieser Materie kannte ich mich aus. Wenn Sie mich über Landwirtschaftspolitik oder etwas anderes gefragt hätten, hätte ich nicht so gut kontern können. Und dann war ich ja bis 1999 im Nationalrat und das war eine unglaublich interessante Zeit, prägende Zeit. Ich bin dem Schicksal dankbar. Ja, da gibt es ja, Sie sind
und bleiben eine Pionierin. Ich möchte nur noch einen anderen Namen erwähnen, Josie E. Meyer. Auch eine ganz, ganz dezidierte Vertreterin der Frauen und eben auch der Gleichberechtigung. Also das so als Nebenbemerkung. Frau Stamm, Kultur, Theater, Musik, Kunst, Film, was interessiert Sie? Mich interessiert alles. Ich habe eine sehr gute Beziehung zu Filmen. Jetzt war ich kürzlich im Filmpodium in Zürich. Da haben wir den Originalfilm West Side Story uns angesehen. Und das war ja kürzlich auch in unserem Theater auf der Bühne. Ich interessiere mich auch für Theater. Ich liebe Musik, aber die ist für mich eher am Rande. Da bin ich auch nicht so versiert. Und da muss ich Ihnen auch sagen, da kann ich gerade so gut da eine Marching Band mir anhören mit Vergnügen, wie ein Symphoniekonzert, oder? Ja. Wem hätten Sie schon lange gerne einen Brief geschrieben? Hoho. Ja, das, also da bin ich jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht sprachlos, das braucht mehr. Ich schreibe fast keine Briefe mehr, ich verkehre via Mail. Und so einen schönen Brief, kommt mir jetzt gerade kein Name in den Sinn. Ich kann Ihnen einfach sagen, was bei mir eine Pendenz ist. Wir hatten am Samstag ein sehr schönes Mittagessen. Der Club der Zufriedenen hat sich wieder einmal getroffen bei einer Kollegin in Weggis. Und die Kollegin, die hat vor einem Jahr den Mann verloren. Das war der Tino Arnold, wenn Ihnen das ein Begriff ist. Also wir waren bei Rita Arnold. Und der Club der Zufriedenen, der ist etwa 40 Jahre alt. Und da hat seinerzeit eine Frau, eine ledige Frau, noch eine ledige Frau und zwei verheiratete Frauen eingeladen. Dann haben wir uns zusammengesetzt und haben alles auf den Tisch gelegt. Unsere positiven und negativen Befindlichkeiten. Und am Schluss sind wir alle vier total zufrieden nach Hause gegangen. Und haben gesagt, ja, also, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und dieser Club existiert heute noch. Und das ist eigentlich meine Pendenz. Weil die Rita, die hat kein Mail. Und der werde ich noch einen sehr schönen Brief schreiben. Judith Stamm und Fußball. Haha, da habe ich gerade heute Morgen eine große Freude erlebt, weil kürzlich habe ich so zufällig beim Kaffee einen Bekannten getroffen und der hat mir schon mal versprochen, er werde mir seine Saisonkarte zur Verfügung stellen und dann hat er es vergessen. Und jetzt hat er es wieder gesagt, im neuen Stadion. Und ich habe gedacht, er hat es wieder vergessen und heute Morgen bekomme ich ein Mail. Er hat mir Tickets für das Spiel FCL-FCB im August. Das finde ich sensationell. Wunderbar, das ist, finde ich, wirklich eine ganz positive und das glaube ich, das ist auch Ihre Grundkonstante, Ihre Positivität. Sie haben jetzt mehrmals das Essen erwähnt. Was ist Ihre Leibspeise, Frau Stamm? Meine Leibspeise ist Lammkoteletten, Ofenkartoffeln mit Rosmarin und ein Gemüse und dann ganz sicher einen guten Wein dazu. Bald ist 1. August. Wie, wo und mit was werden Sie den verbringen? Welche Frage? Am 1. August bin ich in Unterkulm. 11 Uhr eintrudeln, Bratwurst. 11 Uhr Festakt mit Musik und Ansprache von Judith Stamm. Und nachher noch Ausklang. Und ich habe jetzt nichts anderes zu tun, als an meiner 1. August-Rede zu arbeiten. Und das ist eine Rede, ich meine besonders eine solche Rede, das ist immer so ein Prozess. Das quält einem, das plagt einem, bis da der erste Entwurf auf dem Blatt ist und dann muss ich jetzt noch jeden Tag daran arbeiten, bis dann die innere Stimme sagt, so,
So kannst du es jetzt stehen lassen. Was ist Ihr Lieblingsort in Luzern, Frau Stamm? Lieblingsort überall, wo man das Wasser sieht. Also sehr gern gehe ich am Geh spazieren, und zwar kommt es nicht auf die Tageszeit an. Finde ich so faszinierend. Sie können am selben Tag am Morgen gehen, am Mittag gehen, am Abend gehen. Es ist immer wieder anders. Pläne, Wünsche, Hoffnungen? Ha, da hat der Charles Clair einmal gesagt, der wurde, glaube ich, beim 60. Geburtstag gefragt, was er noch für Träume habe. Hat er gesagt, im Alter sollte man sich nicht mehr alle Träume erfüllen, sonst hat man keine mehr. Welch kluges Schlusswort. Frau Stamm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese kleine Fahrt mit Ihnen durch Luzern. Wünsche Ihnen alles, alles Gute und freue mich auf ein Wiedersehen. Weil, kleine Nachbemerkung, unsere gemeinsamen Treffpunkte sich häufig bei der Post im Uni-Gebäude sich befindet. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns dann dort wieder begegnen. Alles Gute nochmals und auf Wiedersehen. Danke.